blessings falling on me. I got weapons, Nino on me. That like Tetris, you don't know me. That my fatty, you don't know me. Okay. Willkommen bei Mentecas. Ich bin der Mehmet, hier ist der Jan. Also, ihr kennt unseren schönen Golf GTI, den habe ich den Robin mitgegeben gehabt. Der hat ihn gekauft, angemeldet, ja, ein paar tausend Kilometer gemacht. Ja, leider Kolben durchgeschossen. Ich habe gesagt, du, kein Ding, wir holen ihn ab, wir gucken mal einen anderen Motor rein oder irgendwie. Ja, irgendwie muss man ja sich irgendwie was machen, keine Ahnung. Also, wir nehmen ihn mal hier runter, dann checken wir mal durch, was er hat und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Unser schöner armer GTI. Ja, der Robben tut mir auch leid, irgendwie nach ein paar tausend Kilometern schon Motor durchgeschossen. Aber so ein Auto ist nun mal sehr gefährlich, Golf GTI. Ja, passiert leider schnell, dass das Ding sofort am Arsch geht. Egal, wir helfen Ihnen auf jeden Fall, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wollen wir die Karre erstmal runterladen und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Ja, geile Karre. Ich bin der Mehmet und das ist der Golf GTI, unser Ex-Golf GTI. Ihr wisst, ich habe den verkauft gehabt, Leute. Robin, der ist hier ein bisschen gefahren, dann habe ich einen Anruf von ihm bekommen, du Mehmet, keine Ahnung, Motor, Getriebe zusammen explodiert, Ursache wissen wir noch nicht, wir haben ihn letzte Woche abgeschleppt hierher, ich habe ihm gesagt, klar, helfe ich natürlich, wir wollen ihn erstmal reinnehmen, gucken, was Sache ist überhaupt, aber wenn dann Loch im Block ist, ist schon blöd, Ursache wissen wir noch nicht, muss man erstmal diagnostizieren, weil als selten habe ich gehört, dass jetzt der Kolben rausfliegt und das Getriebe am Arsch ist. Zufälle passieren, weiß man alles nicht, wie das passiert ist. Ist egal, ne? Ich habe die Karre hier, der steht jetzt ein paar Tagen. Keine Ahnung, was das hier ist. Sahara Sand oder Pollen. Oder wir haben noch Frühling. Wirklich eklig. Alle Autos sind am Arsch. Wir wollen ihn einmal abduschen. Dann geht er auf die Bühne. Gucken wir uns mal an, was haben wir hier aus der Karre gemacht. Na gut, bis gleich. Stahl ihn einmal ab. Und dann geht er mal auf die Bühne und dann schauen wir mal, was das gute Stück hat. Ich bin mal gespannt. Es ist unser alter Golf GT, der ein halbes Jahr bei uns im Besitz war. Dann hat ihn Robin gekauft, ja, ein bisschen rumgefahren. Ja, wir haben ihn noch gar nicht auf der Bühne gehabt, laut seiner Aussage, Kolben durchgeschossen, Getriebe durchgeschossen. Das wissen wir nicht, das ist eher wirklich, wir gucken uns das jetzt mal alles gleich an. Ja, ich bin den über 2000 Kilometer gefahren, wirklich fuhr brutal, fuhr fantastisch. Haben schon überlegt, den anzumelden zum Rumfahren. So. Dann sehen wir das mal alles gleich, was das alles sein kann. Ja, das schöne Auto. Ja, das tut mir auch für den Robben ein bisschen leid. Jetzt muss man mal an die Sache rangehen und einmal mal gucken, was Sache ist hier, Alter. So, zeig mal her, was ist. Das Loch. Jawohl, alter Schwede, ey. Der ist hier, hey, Freunde, könnt ihr das sehen? Ich glaube, von hier hinten ist es besser. Ja, komplett durchgeschossen, komm, das Ding. Hin. Nee, hier. Nee, da siehst du das nicht. Ja, hier. Ja, ich kann mit der Kamera jetzt nicht hin, aber ist schon ein Stück rausgeschossen, Alter. Ihr seht das hier, alter Schwede, ne? Vielleicht muss man die Ölwanne mal abnehmen, aber eigentlich muss man den Motor rausnehmen. Er meinte, Getriebe hat auch ein Loch, Alter. Keine Ahnung. Hier, Motorblock vorne auch ein Loch. Oh, Alter, der ganze Dings ist gerissen. Guck mal, Leute. Wie ist das denn passiert, dass er hier auch... Vierter Zylinder. Ja, hier, alter Schwede. Hier, der Ölfilter ist auch... Ja. Nee, da ist nicht am Ölfilter. Doch. Also ein Riesenloch drin. Hier ist doch der Dichtring, oder? Nee. Ist ja egal. Weißt du, was wir machen? Wir zerlegen jetzt unten, oben, und dann gucken wir mal, ob das Getriebe irgendwas hat. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier mal Batterie, Luftfilterkasten, aber Scheibe gleich mal hochfahren, weil sonst kriegen wir den gar nicht mehr hoch, dass wir die Scheibe zu haben. Und dann fangen wir an zu zerlegen, weil wir müssen jetzt irgendwie die Ursache finden, wieso, weshalb, warum. Ja, Fakt ist, ja, also hier den Motor groß zu reparieren, bringt uns gar nichts. Das ist einfach Quatsch. Da werden wir mal gucken, einen anderen Block organisieren. Ein anderes Getriebe habe ich schon in der Hand. Dann wird er umgebaut. Dann ist das Ding wieder fit auf der Bahn. Ja, schade, Golf GTI. Leute, Alter, wir zerlegen ihn erstmal mal hier vorne. Klar, ne, muss ja auch gemacht werden. Jetzt mal alles mal raus, langsam. Ja, und dann muss man mal hier gucken, dass wir mal hier genau diagnostizieren, was er hat. Und dann suche ich mal einen Motor. Alter, wer einen GTI-Motor hat, Bescheid sagen. Kaufe ich. Wir suchen auf jeden Fall ein. Loch im Block. Also, ich brauche einen neuen Motor. Motorkennbuchstabe AXX. Also, wer einen weiß oder in der Hand hat, gerne in den Kommentaren oder per Insta oder was anschreiben. Ja, wir nehmen mal gucken, dass wir den Motor jetzt rausreißen, auf jeden Fall. Aber ich bin schon auf der Suche. Getriebe habe ich schon organisiert für den Golf GTI. Aber mal gucken, wie teuer die Motoren sind, ne? Wir suchen mal nach dem Motor. Bitte melden.
GT ist auf der Bühne, ein Motor habe ich organisiert, der wird morgen abgeholt. Ja, wir nehmen mal den Motorgetriebe, reißen wir raus von dem Auto heute und dann morgen wird das neue Herz eingepflanzt. Also ich habe einen neuen Motor, also einen neuen, nicht einen gebrauchten Motor besorgt, laut Verkäufer 60.000 gelaufen, hoffe, dass es die 60.000 sind. Aber er wird mir das schriftlich geben, sagt er, und ist doch gut, ne? Da freue ich mich auch, dass morgen den Motor abholen und das Baby mal irgendwie mal die Tage wieder auf die Straße bringen. Mal gucken, wie der Motor jetzt hier rausgeht. Es wird vorne zerlegt hier. Ja, das ist viel angenehmer, wenn wir den vorne zerlegen. Genau, wir wollen Motorgetriebe, will ich zusammen abnehmen. Das ist viel schöner. Ja, wir nehmen die Schnauze ab, Motorgetriebe komplett raus. Dann kommen die neuen Teile morgen, dann wieder zusammenbauen. Dann will ich wieder beides zusammen reinhängen. Ich denke mir mal, das ist schön angenehm. Das wird schon. Ist wohl auch kein Hexenwerk hier, mal kurz ein GTI-Motor rein, raus. So, schauen wir mal. Ja, Golf GT, vorne alles Schnauze abgebaut. Ja, Jan, ist ja auch nicht mehr viel. Eigentlich nur noch Antriebswellen und hier den Kabelbaum raus. Genau, hier die paar Schläuche weg, Antriebswellen. Wir wollen ihn komplett rausnehmen. Wir hängen den komplett raus, das Ding. Ja, und Schaltung, ne? Genau, morgen holen wir den Motor ab, die Tage, hängen wir den neuen rein. Oh, da muss er auch laufen. Also geht. Es ist nicht so wild. Es ist okay. Der Motor ist da. Jetzt wollen wir mal gucken, dass das Ding reingeht. So, also er ist fast draußen. Ich habe da nicht mehr viel dran an dem GTI. Wie gesagt, Kabel, Marbel sind alles schon raus. Das heißt also, ja, eigentlich brauche ich hier nur, ja, Motorlager raus und dann ist das Ding schon auf dem Boden. Ja, super. Habe ich mir auch gedacht, ich denke raus, das Ding ist ein AXX-Modul. Ihr wisst das, ich habe das schon mal gesagt gehabt. Und ja, da wollen wir schon alles vorbereitet gehabt. Aber ich habe dann gedacht, na okay, ne, ich habe einen Motor gefunden, habe auch einen Motor gekauft. Ich zeige euch den mal. Wie gesagt, ich habe einen anderen Motor geholt gehabt. Ich habe irgendwie mit Motoren irgendwie letzte Zeit ein bisschen Pech gehabt hier. Irgendwie, keine Ahnung, was es ist. Ja, den Dreierzylinderkopfschaden wieder gehabt. Den haben wir jetzt wieder irgendwie gemacht. Und ja, meine schöne S-Klasse hier, der läuft immer noch nicht richtig. Ansaugbrücke neu, drei Klappen waren gebrochen im Auto. Ja, ist schon alles, keine Ahnung. Ja, habe jetzt gebraucht einen geholt. Ja, habe raufgebaut, der lief wieder ein bisschen komisch. Jetzt muss ich da mal weiter gucken, dass ich die Karre mal endlich mal auf die Straße kriege. Ja, dann habe ich natürlich, ja, komm mal mit. Ja, das Blöde ist natürlich, ich fahre den ja eigentlich auch täglich. Aber seit ich den Nissan jetzt habe, ja, steht er wieder seit ein paar Tagen da. So. Mein Schatz ist auch noch da. Also, eigentlich ist soweit alles in Ordnung bei dem Auto. Ich habe ja Unterbodenbeleuchtung eingebaut gehabt. Das zeige ich euch mal richtig. Ja, Kupplung macht ein bisschen Probleme. Die kommen ganz, ganz weit hinten. Und wenn ich nochmal die Kupplung drücke, macht das Ausdrucklagergeräusche. Ich habe schon geguckt gehabt, eine Kupplung ist nicht teuer. 300, 400 Euro sind da Metall. Da würde ich mal gucken, dass ich die Tage den Mercedes laufen kriege. Und dann nehme ich ihn mal auseinander. Weil ich habe gelesen, ja, alle 40.000 gehen die Kupplung hier kaputt. Aber ist ja normal, ne? Wenn man so ein Auto fährt und dann ab und zu gibt, mal ein Burnout oder sowas, da ist die Kupplung auch schnell weg. Ne? Also die Kupplung kommt vom... Also er trägt noch gut, aber die kommt von hinten und ich höre auch beim Anfahren ein bisschen Geräusche. Also auf jeden Fall, wenn der Mercedes wieder heile ist, würde ich den wieder, genau, den einmal zerlegen, neue Kupplung rein, dann zeige ich euch die Unterbodenbeleuchtung, was wir haben. Eventuell bin ich, ja, also wie gesagt, der hat knapp über 300 PS jetzt hier, ein paar Sachen gemacht, gechippt und sowas. Aber irgendwie, wenn du so ein bisschen fährst, dann ist er auch schon ein bisschen... Ja, irgendwie fehlt ihm dann wieder der Kick oder sowas. Also ich habe mich ein bisschen informiert, Turbo-Umbausatz. Ja, ich muss mich mal ein bisschen schlau machen, aber wäre schon geil, keine Ahnung, kommt plötzlich eher wenig, aber ein Turbo-Umbausatz wird mich schon jucken, wäre ein geiler Projekt, also wer Bock drauf hat, in den Kommentaren schreiben, ob ich ihn auf Turbo umbauen soll. So, Freunde, also den Motor habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft, also war auch Menge Kohle. Ich habe in der Annonce stand drin, Motorcode AXX. Ich wollte den AXX haben, weil ich bin raus, ich packe ihn rein, alles cool. Ich telefoniere mit dem Typen, der verkauft mehrere Motoren und dann sagt er zu mir, ja, hier, ich habe einen AXX-Motor, 60.000 gelaufen. Ich sage, ja komm, 60, ey. Ich sage, sag 160, nein, 60. Ich sage, du, ich nehme ihn auch, wenn er 160 hat. Ja, aber der hat nur 60 gelaufen. Ich sage, geil, was willst du haben, diese Summe will ich haben. Waren so knapp 150 Kilometer von mir entfernt. Ich denke, klar, reservier das Ding, lass ich abholen. Ja, super, dann nehme ich mir Ivan Junior. Ich sage, Ivan Junior, Digga, fahr dahin, guck dir den Motor an und lad das Ding ein, gib dem Typen das Geld. Er, jo, mach ich. Fährt vor 3 Tagen runter. Oder vor 4 Tagen, genau. Fährt da runter, guckt sich den Motor an, bla 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 bla. Kommt mit dem Motor wieder zurück. Der Motor sieht gut aus, ne? Dann gucke ich, der Motorkurs ist BMP. Oder BMV irgendwie, ne? Also es ist nicht der gleiche Motorcode. Ich denke, Alter, ey,
Ivan, das ist ein falscher Motor. Ja, nee, der hat gesagt, man muss noch ein paar Sachen umbauen. Ich sag, das geht nicht, weil ein paar Anschlüsse sind komplett anders. Das heißt, ich muss den anderen Motor komplett zerlegen. Alle Anbauteile hier reinmachen. Da hätte ich ja gleich einen anderen Motor kaufen können. Ne? Also, ich wollte den AXX-Motor, der Typ inseriert einen AXX-Motor. Und ich krieg einen anderen Motor. Und dann sagt er zu mir, ja, ist doch nichts dabei, dann baut das doch mal um schnell. Ich habe gesagt, ey Kollege, du inserierst diesen Motor, ich will einen AXX-Motor. Und dann habe ich zu Ivan Junior gesagt, ich sag, warum rufst du mich da nicht an? Kollege, wenn du da bist und sagst zu mir, hey, da ist der AXX-Motor nicht, dann hätte ich auch gleich mit ihm reden können und sowas. Ne? Egal, er da, ich rufe den Typen einen Tag an, er geht nicht ran. Dann erwische ich ihn mit einer anderen Nummer. Und ich weiß aber, wo er ist. Ne? Also zu Not wäre ich da auch hingefahren, hätte Ärger gemacht. Ich sag zum du, Kollege, AXX-Motor, ja, nee, der würde auch gehen. Ich sag, es geht doch nicht, ob ich ihn reinkriege oder nicht. Weißt du, was ich meine? Es geht ja nicht darum, ob er reingeht. Dann hätte ich doch nicht AXX gesucht, dann hätte ich auch hier einen anderen Motor genommen, den umgebaut. Ich sag zu ihm, Kollege, was du inserierst, das will ich auch haben. Ist mir scheißegal. Ne? Ich sag zu ihm, sonst, Alter, komm ich vorbei, zahlst meine Kosten und den Drecksmotor holst du selber ab. Nein, ich guck mal, ob ich einen finde. So, gestern ruft er mich an, er sagt, ja, ich habe einen AXX-Motor. Hat er die 1000 entschuldigt, er hat sich vergriffen. Das heißt, ich wollte heute eigentlich anfangen. Der Motor ist fast raus in der andere. Das heißt, raus, den reinhängen, hätte ich ihn vielleicht sogar Wochenende gestartet, sogar nächste Woche ausgeliefert. Ne? Aber ich weiß auch nicht, warum man irgendwie einen Motor installiert und dann sagt, ja, das geht. Nein, mit mir lasse ich das nicht tun. Ich wäre hingegangen, hätte richtig Ärger gemacht mit dem Penner. Hätte gesagt, das geht hier gar nicht, Alter. Und meine Kohle aufgenommen. Ja, wie gesagt, der Motor geht jetzt morgen um 11 bringe ich ihn weg. Er zahlt mir die Kosten. Dann kriege ich den AXX-Motor. Dann würde ich mal sagen, vielleicht ja, morgen oder übermorgen gehe ich an dem Ding bei, nehme den Motor raus, hänge den neuen rein und hoffen mal, dass er mal richtig, richtig wieder läuft. Ja, es ist immer was zu tun, Freunde. Ihr wisst, heute ist Vatertag. Aber ja, ich bin ja Papa, aber ich schaue mir gerne in der Werkstatt. Nein, so lange bleibe ich heute auch nicht. Ich mache nur ein paar Sachen hier fertig und dann kann ich auch los. Hab hier noch eine E-Klasse vom Kollegen, den will ich nochmal umbauen. Da kommt ein separates Video noch dazu. Fette Kalle. Ich denke mal, ja, das war's. Ja, dann feiert man den Vatertag. Ich gehe auch noch feiern, einsaufen. Was wollen wir machen? Vatertag ist Sauftag. Vielen Dank. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Wir hoffen mal, wir sehen uns in den nächsten Videos.